Was glauben Sie, ist die stärkste Triebkraft des Menschen? Neid? Nein. Angst. Flughafen Leipzig, 29.10.2015. Die damalige AfD-Chefin Frauke Petri erwartet einen wichtigen Gast. Herr Conle, dunkle Hornbrille, Lederjacke, kurzer Bart, wenig Haar. Treffpunkt Flughafenausgang. Werden ca. 11.15 Uhr landen. Gruß HC. In diesem Hotel soll Henning Conle, der Besucher aus der Schweiz, AfD-Chefin Petri ein Angebot gemacht haben. Als ich Herrn Conle das erste Mal traf, sagte mir seine Person nichts. Mein Eindruck war, dass Henning Conle die AfD unterstützen wollte. Mein Eindruck war aber auch, dass er letztlich dabei nicht persönlich in Erscheinung treten wollte. Der Milliardär Henning Conle lebt in Zürich und London. Es gibt keine Fotos von ihm. Frauke Petri macht erstmals öffentlich, dass Immobilienunternehmer Conle aktiv die Nähe zur AfD-Führung suchte. Mit einem illegalen Spendenangebot. Damals hatte ich das Gefühl, dass mir bei dem Vorgehen oder bei den offensichtlichen Ideen Conles nicht wohl war. Aber für mich war immer klar, und das habe ich auch, denke ich, deutlich gemacht, legale Unterstützung ist in Ordnung, denn das Parteienrecht bietet dafür genug Möglichkeiten. Illegale kamen überhaupt gar nicht in Frage. Für andere schon. Die AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel erhielt im Sommer 2017 132.000 Euro. Gestückelte Spenden, verschleiert durch Strohleute. Die Bundestagsverwaltung ermittelte und enthüllte mit Hilfe von Schweizer Bankunterlagen den wahren Weidel-Spender. Aus diesen Unterlagen geht nunmehr als tatsächlicher Spender Herr Henning Conle hervor. Der Fall der Weidel-Spende ist einer, bei dem genau das passiert ist, was Herr Conle hier offensichtlich angekündigt hat. Er hat nämlich versucht, anonym an die AfD zu spenden. Das war ganz klar illegal. Was Weidel und aber auch zahlreiche andere ganz offensichtlich nach Recherchen dann nach meinen Treffen mit Herrn Conle getan haben, das war eben genau die Bereitschaft, illegale Spenden anzunehmen und sich dadurch persönlich einen Vorteil zu erschaffen. Mehrfach, sagt Petri, habe sie sich mit Milliardär Conle getroffen. Er fragte mich recht bald, was meiner Ansicht nach die wichtigste Triebkraft des Menschen sei. Ich nahm an, dass es Neid und Gier sind. Er sagte, Angst sei die stärkste Triebkraft des Menschen. Und mir war das unangenehm. Angst. Das ist das zentrale Thema mehrerer Wahlkampagnen. Ab dem Frühjahr 2016 tauchen in Landtagswahlkämpfen Plakate und Zeitungen auf, die für die AfD werben, aber nicht von der Partei stammen, sondern von einem Verein. Die AfD behauptet, sie habe nichts mit dem Verein Recht und Freiheit zu tun. Bei diesem Verein trat die von Conle finanziell unterstützte Alice Weidel als Rednerin auf. Es ist mir eine große Ehre, hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Steckt Henning Conle hinter dem Verein, der die Partei mit Zeitungen und Großplakaten im Wert von mehreren Millionen Euro unterstützte? Der Verein gibt dazu keine Auskunft. Fest steht, auch Jörg Meuthen bekam 2016 Unterstützung für seinen Wahlkampf in Baden-Württemberg. Plakate und Zeitungsanzeigen, angeblich finanziert von einer Schweizer Werbefirma. Auf Nachfrage der Bundestagsverwaltung legte die AfD später Listen mit den Namen angeblicher Spender vor. Doch die erwiesen sich als Strohleute. Einer von ihnen, ein Mitarbeiter einer Conle-Firma. Sein Name Philipp M. Die Bundestagsverwaltung verhängte gegen Meuthen eine Strafe. 270.000 Euro. Vor Gericht klagte die AfD dagegen. Erfolglos. Finanzierte Milliardär Conle auch die Werbekampagne für Meuthen? Ich kann mich erinnern, dass irgendwann im Herbst er in großer Sorge darüber war, ob er tatsächlich als Spitzenkandidat in Baden-Württemberg würde antreten können,
weil ihm dazu die nötigen Finanzen fehlen. Im November 2015 beklagt Meuthen sich bei Petri mehrfach über fehlendes Geld für seinen Landtagswahlkampf. Wenn ich also kein Geld für den Wahlkampf haben werde, werde ich auch keinen aussichtslosen Kampf führen. Ich kann ohne eigenes eingebrachtes Geld im Wahlkampf nicht gewinnen. Petri sagt, sie und Meuthen hätten sich danach, im Dezember 2015, mit Henning Conle in der Schweiz verabredet. Montag Zürich klappt bei mir. Liebe Grüße, Jörg. Ich habe Henning Conle zusammen mit Jörg Meuthen im Dezember 2015 in Zürich getroffen. Nach Aussage von Petri in einer von Conles Villen bei Zürich. Küssnacht, 7.12.2015. An diesem Tag soll Henning Conle das damalige AfD-Spitzenduo Frauke Petri und Jörg Meuthen in seiner Villa getroffen haben. So erzählt es Petri. Meuthen hatte über Geldsorgen im Wahlkampf geklagt. Nun habe er Geld dafür gehabt, berichtet ein früherer Vertrauter. Mitte Dezember 2015 gab es zu meiner Verwunderung da eine kleine Änderung, weil Jörg Meuthen dann am Rande einer Wahlkampfveranstaltung zu mir kam und mir einen Scheck in die Hand drückte, der meiner Erinnerung nach auch auf seinen Namen lief, mit 5.000 Euro. Diese Summe sollte ich dann einzahlen auf dem Kreisverbandskonto für seinen Wahlkampf. Auf Nachfrage, ob er Geld von Conle erhalten habe, verweigert der AfD-Chef die Auskunft. Wie auch schon vor 2 Jahren im ZDF. Hat der Immobilienmilliardär Henning Conle Sie finanziell unterstützt? Ich werde in dieser Spendensache gegenüber Medienvertretern, auch Ihnen gegenüber, keine Auskunft mehr geben. Wir geben vollinhaltlich Auskunft gegenüber der Bundestagsverwaltung. Mehrfach hat die Bundestagsverwaltung einzelne illegale Spenden an AfD-Politiker aufgedeckt. Doch die Affäre könnte viel größer sein. Im Moment mehren sich eben die Indizien, dass es möglicherweise keine verschiedenen Spendenaffären, sondern eine einzige große Spendenaffäre ist, hinter der Herr Conle steckt. Aber ein erster Verdacht liegt da auf alle Fälle auf der Hand, dass sich das möglicherweise auch noch ausweitet und möglicherweise dann auch noch weitere Strafzahlungen auf die AfD zukommen. Frauke Petri verließ die AfD 2017, direkt nach der Bundestagswahl. Sie hat lange geschwiegen. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihre früheren Parteifreunde. Ich muss im Nachhinein feststellen, dass was für mich ein Tabu war, illegale Spenden anzunehmen, war für andere offenbar kein solches. Und wie wir heute wissen, haben Jörg Meuthen und Alice Weidel Spenden angenommen und haben sich dadurch nicht nur persönlich erpressbar gemacht, um persönlich innerhalb der Partei ihren Machtkampf führen zu können, sondern sie haben dadurch auch die gesamte Partei erpressbar gemacht. Henning Conle, der heimliche AfD-Unterstützer, reagierte nicht auf Anfragen von Frontal 21 und Korrektiv.